So, ich bin in letzter Zeit des Öfteren gefragt worden, was ist Korrespondenzanalyse, wie funktioniert sie, wie kann man sie im archäologischen Rahmen einsetzen? Und um da vielleicht den Informationsfluss zu verbessern, habe ich mir überlegt, ich nehme ein paar Videos auf, die einerseits vielleicht die Theorien ein bisschen erläutern, andererseits soll die Korrespondenzanalyse mit einzelnen Programmen durchgeführt werden und entsprechend gezeigt werden, wie das funktioniert. Und ich fange heute an mit einer Aufnahme der Folien, wie ich sie normalerweise in meinem Statistikkurs zeige. Und hieran erstmal die theoretischen Hintergründe, was ist eine Korrespondenzanalyse im Allgemeinen, soll daran erläutert werden. Und in weiteren Videos werde ich mir dann Stück für Stück verschiedene Programme vornehmen, mit denen man Korrespondenzanalyse machen kann und dort tatsächlich in der Praxis erläutern, wie das Ganze funktioniert. Also, Korrespondenzanalyse grundsätzlich ist ein deskriptives und exploratives Verfahren. Es versucht, Muster aufzuzeigen, die in den Datenstrukturen vorhanden sind. Es ist keine schließende Statistik. Wir bekommen keine Signifikanzen heraus. Und damit hat eine Korrespondenzanalyse als solches auch keine Beweiskraft. Sie dient zur Visualisierung, zum Beispiel von Kontingenztafeln oder Präsenz-Absenz-Matrizen, also vom Vorhandensein und Nichtvorhandensein von Artefakten und deren Beziehungen untereinander. Mit einer Korrespondenzanalyse unterlegt man nichts mit einer statistischen Beweiskraft, sondern sie hilft einfach, diese Muster herauszuarbeiten. Die grundlegende Idee ist die, die auch bei verschiedenen anderen Verfahren ähnlicher Machart vorhanden ist, sogenannten ordinierenden Verfahren, dass Merkmalsträger, normalerweise also die Dinge, an denen Variablen gemessen werden, in unserem Fall vielleicht Fundstellen, also Sites, und deren Merkmale, die Variablen, Species wird es häufig genannt, weil viele dieser Methoden aus der Ökologie oder aus Ökosystemuntersuchungen stammen. Da zählt man das Vorhandensein von verschiedenen Tierspezies oder Pflanzenspezies. Bei uns sind es dann meistens Artefakte. Diese sollen in einem gemeinsamen Raum dargestellt werden, deren Beziehungen zueinander. Daten, die dabei tatsächlich in einer Beziehung miteinander stehen, und zwar in einer positiven Beziehung, die sich also gegenseitig zum Beispiel bedingen, sollen dabei näher beieinander dargestellt werden. Wohingegen Fundstellen oder Artefakte, die wenig miteinander zu tun haben, weiter auseinander dargestellt werden soll. Also es ist eine Darstellung von Ähnlichkeiten, von entweder Ausprägungen, die an ähnlichen Fundstellen vorhanden sind oder an mehreren Fundstellen vorhanden sind, gemeinsam oder aus Fundstellen, bei denen mehrere Artefakte gemeinsam vorkommen. Die Ähnlichkeiten werden bei der Korrespondenzanalyse über ein Chi-Quadrat-Verfahren berechnet und das Ganze wird dann mittels Matrixalgebra ausgewertet und eben in einen Koordinatenraum überführt. Das Schöne an der Korrespondenzanalyse ist, dass sie relativ wenige Anforderungen, geringe Anforderungen an die Daten stellt, an das Datenniveau. Als Datenmatrix muss eine Matrix mit mindestens nominal skalierten Variablen vorhanden sein. Ich werde jetzt teilweise bestimmte Begriffe benutzen und sie vielleicht nicht weiter erklären, weil das ja keine grundlegende Einführung in Statistik sein soll, sondern es geht speziell um Korrespondenzanalyse. Nur so viel vielleicht: nominal skalierte Variablen, das sind einfach Variablen, deren Vorhandensein man zählen kann, deren unterschiedliche Ausprägungen man feststellen kann, ohne dass man dort zum Beispiel eine Rangabfolge aufstellen kann und deren Unterschiedlichkeit man direkt auch nicht unbedingt feststellen oder messen kann. Das trifft zum Beispiel für unterschiedliche Artefakte zu, deren Vorhandensein oder Nichtvorhandensein oder deren Anzahl man feststellen kann, ohne dass man sagen kann, Töpfe sind mehr als Tassen oder ähnliches. Also einfach die Nennung einer Variable oder eines Objektes zählt, deswegen nominal skalierte Variablen. Daher ist es eben besonders für archäologische Fragestellungen geeignet, weil wir häufig nur mit dieser Variablen-Skalierung arbeiten können. Wir haben Fundstellen, an denen Objekte gefunden worden sind und wir versuchen, diese auszuwerten und miteinander in Beziehung zu bringen. Deswegen ist die Korrespondenzanalyse eben relativ reizvoll. Es gibt andere Verfahren, die auch mit nominalen Variablen arbeiten und die vielleicht in Teilen sogar besser geeignet sind, um bestimmte Fragestellungen zu beantworten.
Die sind nicht so verbreitet, aber vielleicht lässt sich da auch noch etwas ändern. Korrespondenzanalyse ist meistens das Mittel der Wahl. Es gibt andere Verfahren, die für andere Einsatzzwecke besser geeignet sind. Hauptkomponentenanalyse zum Beispiel, wenn man Messwerte hat, mit denen man noch mit weitergehender Datenqualität und Information genauere Zusammenhänge feststellen kann. Das trifft für uns hier aber nicht zu, daher Korrespondenzanalyse. Generell, und das werden wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen, um mal zu zeigen, was eigentlich im Hintergrund passiert, werden zuerst die Daten auf ein vergleichbares Maß standardisiert. Die Daten werden dann in einen multidimensionalen Variablenraum projiziert. Das klingt viel aufregender, als es ist. Tatsächlich wird für jede Variable, also sozusagen für jedes Artefakttyp, der an einer Fundstelle vorkommt, eine Dimension aufgestellt und das Vorhandensein und Nichtvorhandensein dieses Artefaktes am Fundort wird mit standardisierten Variablen entsprechend aufgetragen auf diese Dimension und auf dieser Achse in einem Koordinatensystem. Und dieses Koordinatensystem hat eben genauso viele Achsen, wie wir Variablen haben, also wie wir zum Beispiel unterschiedliche Artefakttypen feststellen. Wenn wir das getan haben, werden die Vektoren ermittelt nacheinander. Zuerst der Vektor, der am meisten Informationen aufnimmt. Was genau da passiert, erkläre ich gleich. Dann der nächste Vektor, der die nächstmeiste Information aufnimmt und dabei senkrecht auf dem ersten Vektor steht. Dann der dritte Vektor, der die nächstmeiste Information aufnimmt und wiederum senkrecht auf beiden anderen Vektoren steht. Und bei der drei Dimensionen kann man sich noch recht gut vorstellen, dass dort drei Geraden vielleicht senkrecht aufeinander stehen können. Wenn wir in einem vierdimensionalen Raum arbeiten, der der Vorstellung sich entzieht, können wir auch vier Geraden so aufeinander stellen, dass alle senkrecht zueinander stehen und das lässt sich weiter nach oben fortsetzen. Dann werden die einzelnen Datenpunkte, die wir vorher projiziert haben, wiederum auf diese Vektoren projiziert, und zwar so, dass zwei Vektoren jeweils eine Ebene bilden. Zwei Vektoren beschreiben eine Ebene, aus zwei Geraden kann man eine Ebene festlegen. Datenpunkte werden dort so darauf projiziert, dass wir die Koordinaten auf dieser Ebene bekommen, und damit haben wir eine Übertragung in einen zweidimensionalen Raum, eben zum Beispiel auf ein Blatt Papier, auf dem wir ein Diagramm ausdrucken können, was dann normalerweise als Korrespondenzanalyse bezeichnet wird. Genau, die Darstellung der Lage der Daten auf diesem Vektor in einem Diagramm ist das, was letztendlich das Produkt einer Korrespondenzanalyse sein soll in allermeisten Fällen. Gut, was passiert dabei im Hintergrund? Ich hatte ja gesagt, es werden Vektoren gefunden, die die meiste Information aufnehmen. Es geht dabei um so etwas wie sogenannte latente Variablen. Als Beispiel sei hier einmal aufgetragen, wie es aussieht, wenn wir uns Gefäße anschauen. Wir haben vielleicht Gefäße, die einen bestimmten Durchmesser haben, der hier auf der Y-Achse abgetragen ist. Wir haben verschiedene Gefäße, die eine bestimmte Höhe haben, das hier auf der X-Achse abgetragen ist. Jeder dieser Datenpunkt repräsentiert ein simuliertes Gefäß von einer bestimmten Höhe und einem bestimmten Durchmesser. Und in diesem Datensatz sehen wir, dass die Höhe in irgendeiner Form vom Durchmesser abhängt. Es gibt also offensichtlich irgendeine Variable dorthinter, die die Veränderung von beiden Variablen beeinflusst. In unserem Fall wäre das das Volumen. Nehmen wir eine Population, eine Töpfergemeinschaft an, die eine bestimmte Vorstellung eines Gefäßes hat, wie die Proportionen sein sollen. Und je nach Einsatzzweck werden vielleicht unterschiedlich große Gefäße gefertigt, bei denen aber das Verhältnis von Höhe und Durchmesser in etwa immer gleich ist. Wir haben zwei Variablen, Durchmesser und Höhe, die wir hier direkt messen. Und hinter diesen versteckt sich eine latente Variable, auf der eine Unterschiedlichkeit sich besonders stark darstellt, die sich aus sowohl Höhe als auch Durchmesser zusammensetzt. Das wäre das Volumen. Senkrecht zu dieser Variable, auch wenn der Pfeil hier nicht hundertprozentig senkrecht ist, kann man eine zweite latente Variable vielleicht hinsetzen, was die Proportionen beschreibt, die Schlankheit des Gefäßes. Wenn wir einen relativ geringen Durchmesser haben, aber eine hohe Höhe, dann sind diese Gefäße sehr schlank.
im umgekehrten Fall sind sie eher plump und dick. Das ist ein weiteres Beispiel für eine latente Variable, die in diesem Fall sozusagen senkrecht auf dem Volumen steht. Und wenn wir eine Korrespondenzanalyse hier machen würden, würde sicherlich das Volumen als die Achse gefunden werden, die die meiste Information beinhaltet, also die größte Unterschiedlichkeit in den Daten wiedergibt, auf der sich diese Datenpunkte aufreihen. Und das hier wäre dann gegebenenfalls, die Schlankheit wäre dann gegebenenfalls der zweite Vektor, der sich auf dieser Korrespondenzanalyse finden ließe. Wie gesagt, das ist nur ein theoretisches Beispiel, aber im Grunde genommen funktioniert es so ähnlich, wenn wir einen Verzierungstyp A haben und einen Verzierungstyp B oder eine Gefäßform B, und in diesen beiden gibt es Veränderungen, die durch die Zeit beeinflusst werden, in der diese Veränderung geschieht. So bekommen wir gegebenenfalls hier Zeit als latente Variable heraus, die wir nicht direkt messen können, die wir aber in einer Korrespondenzanalyse, der wir uns in einer Korrespondenzanalyse annähern können. Das Ganze ist nicht ganz so einfach, denn wir werden nie perfekt eine Variable finden. Also es wird in keiner Korrespondenzanalyse eine Dimension geben, einen Vektor geben, der genau Zeit darstellt. Aber wenn Zeit einen hinreichend guten Einfluss, hinreichend gleichmäßigen Einfluss auf verschiedene Erscheinungen, verschiedenen Variablen hat, die Veränderung dieser Zeit, diese Variablen hinreichend gut gleichmäßig beeinflusst, so sollte sich eine Dimension abzeichnen, die sich zumindest mit einer zeitlichen Abfolge parallelisieren lässt. Und das ist das, was meistens hinter einer Korrespondenzanalyse steckt, dass wir versuchen, irgendwie als latente Variable die Zeit herauszufiltern. Manchmal werden auch andere Ziele verfolgt, was vielleicht teilweise der Datenqualität näher kommt, aber häufig ist es eben so, Zeit als latente Variable ist das Ziel. Und das hier ist sozusagen die theoretische Begründung bzw. der Hintergrund dessen, warum sie sich gegebenenfalls finden lässt, weil mit dieser Zeit als versteckter Größe sich bestimmte andere Eigenschaften ändern, und wenn wir das Ganze auftragen und diesen größten Unterschiedsraum herausgreifen, dann bekommen wir die latente Variable herausgefiltert. Das Ganze nochmal etwas anders dargestellt, wenn wir diese zwei Vektoren, jetzt sind wir hier im dreidimensionalen Raum, wenn wir zwei Vektoren gefunden haben, der erste Vektor geht durch die größte Unterschiedlichkeit in der Datenwolke, in den Variablen werden eben verschiedene Variablenausprägungen aufgetragen, und je nachdem, wo die einzelnen Punkte, wo die einzelnen Fundstellen in ihrer Variablenausprägung liegen, werden sie in den Raum gesetzt, in diesen dreidimensionalen Raum in diesem Fall. Daraus ergibt sich die Punktwolke. Es wird sich ein Vektor finden lassen, der durch die größte Ausdehnung dieser Punktwolke geht. Das ist der erste Vektor, der in der Korrespondenzanalyse genommen wird, gefunden wird. Zu diesem wird ein zweiter gefunden, der per Definition senkrecht auf dem ersten stehen muss und der mit dieser Einschränkung die nächstgrößte mögliche Unterschiedlichkeit, die nächstgrößtmögliche Ausdehnung der Punktwolke durchschneidet. Wenn wir diese zwei Vektoren haben, so können wir über diese eine Ebene definieren, über unter der in diesem dreidimensionalen Raum unsere Datenpunkte schweben, weil es hier noch einen Abstand zu der Ebene gibt, die sich hier auftut. Und dann wird sozusagen wie mit einer Taschenlampe von oben auf diese Ebene senkrecht draufgeleuchtet. Die Punkte hier werden auf diese Ebene projiziert. Das Ganze passiert nachher mit Mathematik, nicht mit Taschenlampe. Und wo diese Punkte hin projiziert werden, das stellt letztendlich das Ergebnis unserer Korrespondenzanalyse dar, beziehungsweise das, was man dann in den Ausdrucken findet, auf den ausgedruckten Blättern in den Diagrammen. So, das grafisch dargestellt, was dort passiert. Ich denke, das hier kann ich kurz machen. Das Verfahren ist in verschiedenen Umfeldern Biologie, Psychologie entwickelt worden, zusammen mit anderen ordinierenden und dimensionsreduzierenden Verfahren. Nochmal kurz einen Schritt zurück. Was wir hiermit machen, natürlich, ist eine Dimensionsreduktion. Wir versuchen so viel wie möglich der Information, also dieser Unterschiedlichkeit auf den beiden Vektoren, auf eine Dimension weniger in diesem Fall zu bringen. Also wir gehen von drei Dimensionen in eine zweidimensionale Lösung.
Ähnliches passiert auch, wenn man mehr Variablen hat, also im Grunde genommen das Gleiche, nur eben mit größeren Schwierigkeiten und Abweichungen. Also es ist ein dimensionsreduzierendes Verfahren, um Komplexität zu reduzieren in Darstellung. Ähnliche Verfahren sind eben bereits in den 30er und 40er Jahren entwickelt worden. Die erste explizite Anwendung einer Korrespondenzanalyse als solche, soweit ich weiß, stammt von Bekcentri, wie auch immer man den guten Herrn tatsächlich ausspricht, der dieses Verfahren in einer linguistischen Untersuchung verwendet hat. Wir sind da also bereits wieder im nominalen Variablenraum, in einfachen Wörtern, deren Zusammenvorkommen und Nicht-Zusammenvorkommen hier versucht wurde zu analysieren. Das wurde von verschiedenen Forschergruppen weiterentwickelt. Daher ergaben sich verschiedene Versionen und Benennungen des Verfahrens, die im Einzelnen hier nicht aufzuführen sind. Das entscheidende Buch, das letztendlich den Standard gesetzt hat, ist 1984 von Greenacre hervorgebracht worden und ist nach wie vor die Grundlage des Verfahrens. Es liest sich nicht besonders flüssig, aber man kann da ja mal reinschauen bei tiefergehendem Interesse. Für die Archäologie sind solche ordinierenden Verfahren im Grunde genommen schon präsent seit Sir Flinders Petrie, der mit seiner Seriationsmethode ein nicht statistisches Verfahren verwendet hat, das aber das gleiche Ziel hat und eigentlich der gleichen Logik folgt, nämlich Ordnen anhand von Ähnlichkeiten. Ähnlichere Sachen sollen dichter beieinander liegen. Erste größere Anwendungen der seriellen Verfahren in Deutschland sind eben von Goldmann durchgeführt worden, damals mit dem Wurzel-Pockel-Averaging, was ein Verfahren ist, das mathematisch einfacher ist, aber zumindest in der eindimensionalen Lösung zu ähnlichen Ergebnissen führt. Weitere Anwendung hat das ganze Verfahren eben zur chronologischen Sortierung von einerseits rheinländischen Lineabandkeramik, das ist vielleicht nach wie vor das Paradebeispiel, wo Korrespondenzanalyse im weiten Rahmen angewendet worden ist. Und das Verfahren ist in Deutschland wohl primär in den Institut Köln und Kiel weitergeführt worden. Okay, kommen wir mal ein bisschen zu dem, was wir tatsächlich tun damit. Wir brauchen, um dieses Verfahren durchzuführen, natürlich Daten. Diese Daten liegen meistens in Form von Tabellen vor, indem wir in den Zeilen die einzelnen Fundstellen haben, die Sites. Wir haben in den Spalten die einzelnen Artefakttypen, die Species, die Variablen. Und es wird notiert, ob an einer Fundstelle diese Variable, dieser Typ, dieser Species vorkommt mit 1 oder ob sie nicht vorkommt mit 0. Und daraus füllen sich diese Tabellen rein als Präsenz-Absenz-Matrizen, also Vorkommen, Nicht-Vorkommen wird gewertet. Das kann man mit einer Korrespondenzanalyse dann auswerten. Was man auch auswerten kann, sind Kontingenztafeln, wo nicht nur das Vorkommen und das Nicht-Vorkommen gewertet wird und mit 1 und 0 festgelegt wird, sondern in dem Zählungen stattfinden. Das können wir einerseits eben über Gruppierungen von verschiedenen Fundstellen machen. Das können aber andererseits auch direkt an einer Fundstelle, das ist die Häufigkeit des vorhandenen Merkmals, sein. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, das entsprechend mit entsprechenden Umformungen, zum Beispiel eine BERT-Matrix, die Datenqualität noch zu verändern, teilweise zu verbessern, um sie für die Korrespondenz besser auswertbar zu machen. Kommen Sie nicht nach der Sitzung zu mir, aber wenn es Sie interessiert, wie das funktioniert, können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Vielleicht mache ich die BERT-Matrix auch dann nochmal als eigenes Video. Gut, bevor die eigentliche Korrespondenzanalyse stattfindet, kann man an den Originaldaten schon mal einige Vorbereitungen machen, die man später vielleicht oder die man später auf jeden Fall brauchen wird, um die Daten dann richtig darzustellen. Wir werden das Ganze jetzt hier mal an einer Präsenz-Absenz-Matrize unseres Testdatensatzes durchspielen. Wir brauchen als erstes für die spätere Darstellung die Zeilen- und die Spaltenprofile. Das bedeutet, wie viel Prozent der Gesamtzahl in einer Spalte verteilt sich auf die einzelnen Zellen, beziehungsweise wie viel Prozent der Gesamtzahl in einer Zeile verteilt sich auf die einzelnen Zellen. Um das zu berechnen, teilen wir die Zelleninhalte jeweils
durch die Gesamtzahl in dieser Zeile. Also ein Topf, eine Tasse, keine Fibel, im Grab das Ganze durch 2, sodass hier in der Zeile jeweils eine 1 steht als Summe, wenn wir das nachher wieder zusammenrechnen würden. Das gleiche Äquivalent für die Spalten, also hier für Topf, für Grab 1. Das kommt auch in Grab 3 und Grab 4 vor. In Grab 0 kommt es nicht vor. Wir haben also eine Summe von 3. Wir rechnen also jede einzelne dieser Zellen durch 3 und erhalten zwei verschiedene Tabellen, die als Ergebnis dort entstehen. Wir bekommen hier jeweils die Werte heraus, die hier sich auf 1 summieren, und wir bekommen hier können einen Mittelwert berechnen für das Grab, 1 in diesem Fall für die Spalte, oder hier für den Topf, den Mittelwert der vorhandenen Töpfe je Grab. Das ist die Masse im Zeilenprofil und die Masse im Spaltenprofil. Das brauchen wir später, um die Daten zu skalieren, sodass sie zueinander in Beziehung stehen. Merken wir uns mal, ich komme darauf zurück. Das ist ein Schritt, den man noch in der Originalmatrix durchführt. So, die Korrespondenzanalyse ist ein Verfahren, das auf der Xi-Quadrat-Statistik beruht, auf die ich auch nicht weiter eingehen werde, die sich aber im Grunde genommen zusammensetzt, der gesamte Xi-Quadrat-Wert aus der Summe der Beobachteten minus die Erwarteten zum Quadrat geteilt durch die Erwarteten wieder, um das auf die Erwarteten zu normieren. Die Erwarteten bedeutet in dem Fall, wenn wir eine Gleichverteilung aller Objekte hätten, dann würden die sich, wir haben insgesamt hier, ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung, 9 Vorkommen von Artefakten in den Gräbern. Wenn wir eine Gleichverteilung dieser 9 auf alle Artefakttypen und auf alle Gräber hätten, dann würden sich diese Erwartungswerte ergeben. Die berechnen sich, indem wir die Summe für die Zeile Grab nehmen, sie mit der Summe für das Vorhandensein von Töpfen multiplizieren und dann durch die Gesamtzahl der Objekte teilen. Damit kommen wir hier auf eine 0,67, und das wird für jede einzelne Tabellenzelle fortgeführt, sodass wir einen Erwartungswert für eine Gleichverteilung in jeder einzelnen Tabellenzelle bekommen. Aus dem Ganzen ergibt sich ein Xi-Quadratwert, und dieser ergibt sich tatsächlich dann, wenn wir unsere beobachteten Werte, die wir vorhin aufgetragen haben, minus die erwarteten Werte, die wir jetzt gerade hier ausgerechnet haben, zum Quadrat durch die erwarteten Werte aufsummieren. Und in diesem Fall kommen wir auf eine Xi-Quadrat-Statistik, eine Xi-Quadrat-Abweichung von, in diesem Fall, wir haben hier ein Vorkommen, erwartet war 0,67, also wir haben eine Abweichung von 0,17. Wir kommen auf einen Gesamt-Xi-Quadrat-Wert von 3. Dieser Gesamt-Xi-Quadrat-Wert geteilt durch die Anzahl 9 ergibt eine sogenannte Inertia, eine Gesamtunterschiedlichkeit der Daten von der zu erwartenden Gleichverteilung von 0,3 Periode. Das ist die Gesamtinertia, ein Maß für die Unterschiedlichkeit in den Daten, auf das wir später noch zurückkommen werden, und das ja anteilig eben uns aussagt, wie weit weicht unser Datensatz von einer langweiligen Normalverteilung, von einer langweiligen Gleichverteilung ab. Gut, so haben wir also die Gesamtinertia erstmal festgestellt, merken wir uns auch. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Schritten,
der Korrespondenzanalyse. Wie gesagt, zuerst werden die Daten standardisiert und das geschieht, indem man nicht mit absoluten Häufigkeiten arbeitet, sondern mit relativen Häufigkeiten in den einzelnen Tabellenzellen, so dass sich also die Summe aller Tabellenzellen auf 1 errechnet, auf 1 ergibt. Wir teilen also jede einzelne Tabellenzelle durch die Gesamtzahl an Objekten, die vorhanden sind, 9 in diesem Fall, so dass wir hier auf eine relative Häufigkeit kommen, die jeweils ein Neuntel ist, da wir hier jeweils nur die 1 vermerken. Und wir bekommen hier auch wieder die Summen für die Zeilen und die Spalten heraus. Erster Schritt eben Normalisierung der Daten. Und das ist dann vielleicht interessanter, wenn man mit Zählwerten arbeitet. In diesem Fall ist es eben relativ langweilig, alles ein Neuntel. Der zweite Schritt ist eine Zentrierung. Wir brauchen dafür die Erwartungswerte für die Korrespondenztabelle, also für die Tabelle, die wir gerade eben ausgerechnet haben. Nochmal ein zurück, pardon. Diese Tabelle mit den relativen Häufigkeiten wird auch Korrespondenztabelle genannt. Die Zentrierung erfolgt, indem wir äquivalent zu dem, was wir eben gemacht haben, für die Inertia, die Erwartungswerte für die Korrespondenztabelle errechnen, also das, die Summe von Grab 1 mal die Summe von Topf geteilt durch 1, können wir diesen Fall weglassen, ergibt einen Erwartungswert, einen relativen Erwartungswert für Topf. Wenn wir diese Erwartungswerte berechnet haben, können wir den Wert p, unsere relative Wahrscheinlichkeit, die wir hier für die Korrespondenztabelle errechnet haben, von der ziehen wir den Erwartungswert für die Korrespondenztabelle, das wir hier berechnet haben, ab, teilen es durch die Wurzel und damit verschiebt sich der Zentroid, der sogenannte Zentroid, für jedes einzelne Zeile und jede einzelne Spalte, sozusagen der Mittelwert, verschiebt sich in den Koordinatenursprung. Was bewirkt, dass die durchschnittlichsten Objekte, Gräber, Typen im Zentrum unseres späteren Koordinatensystems zu landen kommen. Schon mal ein Hinweis auf die Auswertung der Korrespondenzanalyse. Was absoluten Durchschnitt darstellt, wird bei einer Korrespondenzanalyse bei 0, 0 zu landen kommen. Das durchschnittlichste Grab liegt im Koordinatenzentrum. Wir haben hier ein durchschnittliches Grab, insofern Grab 3, weil dort alle Objekte vorhanden sind. Das ist ein relativ konstruiertes Beispiel hier, bei dem die Typen relativ gleich verteilt sind. Grab 3, in dem jeder einzelne Artefakt vorkommt, stellt den absoluten Durchschnitt dar. Deswegen haben wir hier 3 mal Nullen schon mal eingetragen, weil die Abweichung zu den gemessenen Werten, zu den beobachteten Werten 0 ist. Grab 3 wird in unserem Koordinatenzentrum landen, auch später in der Korrespondenzanalyse, in der durchgeführten Korrespondenzanalyse. Im Grunde genommen ist aber tatsächlich das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, nämlich einerseits die Werte normieren auf die relative Häufigkeit und dann diese Verschiebung, die Zentrierung, die Verschiebung in den Koordinatenursprung ist das, was eigentlich die Korrespondenzanalyse ausmacht. Alles weitere sind Verfahren zur Darstellung, die auch bei anderen ordinierenden Verfahren, multidimensionalen Verfahren verwendet werden. Man kann auch beide Schritte, die Normierung und die Verschiebung auf einmal machen, was in dieser Formel ausgedrückt wird. Wir sind hier also mit den n-Werten zugange, wo hier die einzelnen Profile stehen, hier der einzelne Wert für eine spezielle Zelle geteilt wird hier durch das Wurzel des Profils der Spalte mal das Profil der Zeile minus die Formel quasi umgedreht. Damit haben wir beide Schritte auf einmal durchgeführt, die Zentrierung und die Normierung. Wir müssen das in der Realität nicht machen, das machen Computerprogramme für uns, aber es ist gut zu wissen, denke ich, was dort rechnerisch passiert. Diese zwei einfachen Schritte stellen erst einmal den Kern der Korrespondenzanalyse dar und wir haben gesehen, dass dort eine Chi-Quadrat-Statistik am Werke ist, deswegen
operieren wir auf einer Chi-Quadrat-Metrik, was letztendlich dazu führt, dass wir am Ende gleiche Abstände in einer Korrespondenzanalyse nicht als gleich unterschiedlich ansehen können. Da diese Quadrierung dort mit drin steckt, verändern sich die Unterschiedlichkeitsmaße, also was nachher gleich entfernt voneinander dargestellt wird. Wenn wir zwei, drei Punkte haben und davon sind zwei gleich weit vom dritten entfernt, so bedeutet es nicht, dass diese drei Punkte zwangsläufig gleich unterschiedlich sind. Nur schon mal für die Interpretation vorweg. Gut, wir haben jetzt also diese Tabelle hier, die rechts unten, die uns die zentrierten, normierten Werte für unsere Typen und unsere einzelnen Fundstellen, Gräber wiedergibt. Und damit könnten wir in diesem relativ einfachen Fall, das können wir bereits einfach in drei Dimensionen übertragen und haben damit im Grunde genommen schon eine Korrespondenzanalyse durchgeführt, wie in dieser sich drehenden, es ist ja auch im Bildschirm schwierig, drei Dimensionen gleichzeitig darzustellen, deswegen in der drehenden Darstellung eine Korrespondenzanalyse durchgeführt für unser Testbeispiel, in das wir aber noch eine Ebene so hineinlegen müssen, dass wir das Ganze auch im Zweidimensionalen darstellen können. Und das passiert eben, wie optisch beschrieben oder geometrisch beschrieben, so, dass die längste Ausdehnung hier gefunden wird, der Punktwolke. Bei unseren wenigen Punkten ist das vielleicht nicht so schwierig. Und senkrecht dazu wird eine zweite Ausdehnung gefunden, die wieder die nächstlängste ist, aber zwingend senkrecht zum ersten steht. Und so weiter und so fort. Das passiert tatsächlich mit Hilfe eines Verfahrens, das sich nicht einfach so mit Excel nachvollziehen lässt, mit der Singulärwertzerlegung, der sogenannten SVD, Singular Value Decomposition. Ein Verfahren, das allgemein zur Dimensionsreduktion verwendet wird, das bei der Darstellung von hochdimensionalen auf niedriger dimensionalen Räumen den Informationsverlust minimieren soll. Es tut also genau das, was wir erwarten wollen. Es ist ein Verfahren, bei dem die Vektoren so in diesen Datenraum gelegt werden, dass sie möglichst viel von der Unterschiedlichkeit jeweils aufnehmen und wiedergeben. Das Verfahren wird unter anderem auch für Datenverbesserung, für 3D-Computer Einmessung für Punktschätzung und ähnliches verwendet. Korrespondenzanalyse ist nur ein Beispiel oder Statistik ist nur ein Beispiel, wo dieses Verfahren zur Anwendung kommt. Man kann sich das ja nochmal auf der Wikipedia-Seite zum Beispiel zu Gemüte führen, was dort tatsächlich im Hintergrund passiert. Für uns ist entscheidend, dass wir bei einer Singulärwertzerlegung unsere Datenmatrix, unsere Korrespondenztabelle, also diese Tabelle hier unten rechts, so umformen, dass sie in drei Matrizen zerlegt wird. Also wir kriegen als Eingabe, in diesem Fall ist das Gleichheitszeichen so zu verstehen, dass auf der rechten Seite das ist das, was wir herausbekommen. Als Eingabe haben wir unsere Matrix mit den standardisierten Daten und sie wird so zerlegt, dass wir eine Matrix mit Zeilenelementen bekommen, eine Matrix mit Spaltenelementen. Das sind dann jeweils unsere Datenräume für die Fundstellen, für die Sites und unser Datenraum für die Species oder Variablen. Und eine Diagonalmatrix mit den sogenannten Singulärwerten. Wenn man all diese Werte wieder miteinander multiplizieren würde, bekäme man unsere vorherige Matrix mit den standardisierten Daten wieder heraus. Mit Hilfe von Matrixmultiplikation. Aber wir wollen ja auch nicht so tief in die Matrixalgebra einsteigen. Das ist auf jeden Fall der Schritt, den man jetzt nicht mehr einfach so nachvollziehen kann, den man als Mathematiker oder Statistiker nachvollziehen kann, den man sich mit Mühe auch anlesen kann, das aber uns hier vielleicht zu weit führen würde. Man kann das Ganze zum Beispiel mit der Statistiksoftware R direkt ausführen und ich werde auf R jetzt hier nicht weiter eingehen, aber ich werde ein Video noch zu R speziell machen, wo wir aber nicht das Ganze hier so von Hand machen. Der Befehl hier ist eben SVD für Singulärwertzerlegung unserer Matrix, die genauso aussieht wie das, was wir gerade eben in der Tabelle hatten. Was wir rausbekommen, ist eine Matrix mit den einzelnen Zeilenelementen, mit unseren einzelnen Gräbern. Wir haben
vier Gräber hier, eine Matrix mit unseren Typen. Wir haben drei verschiedene Typen hier und diese Diagonalmatrix, die tatsächlich eine Matrize ist, eine Tabelle mit vielen, vielen Nullen und nur in der Diagonale stehen Werte, das sind nämlich diese hier. Das ist das Produkt dieser Zerlegung und das ist das, was uns es ermöglicht, diese Korrespondenzanalyse eben dimensionsreduziert darzustellen. Um das Ganze nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen, wir haben also einerseits die Diagonalmatrix, in der die Eigenwerte stehen, und wir hatten vorhin ja die Gesamtinertia ausgerechnet, die Gesamtvariabilität in den Daten. Wenn wir die Eigenwerte, die in der Diagonalmatrix der Singulärwertzerlegung stehen, quadrieren, bekommen wir die Eigenwerte der einzelnen Dimensionen. Wir bekommen aus diesem dimensionsreduzierenden Verfahren, in diesem Fall haben wir vier Gräber, drei Typen, drei Artefakttypen. Bei den vier Gräbern können wir die Dimension um 1 reduzieren. Wir bekommen also drei Dimensionen wieder zurück. Und für die sind hier die Eigenwertanteile aufgetragen. Die Summe der quadrierten Eigenwerte ist gleich der Gesamtinertia. Also die wir vorhin über das Chi-Quadrat-Verfahren ausgerechnet haben, das findet sich hier wieder, wenn wir diese drei Eigenwerte miteinander aufsummieren, miteinander addieren. Wenn wir die Inertia-Anteile der einzelnen Dimensionen, also dieser drei Werte aus der Diagonalmatrix, teilen durch die Gesamtinertia, so bekommen wir einen Anteil der Informationen, die in den einzelnen Dimensionen aufgenommen wird. In unserem Beispiel hier haben wir zwei Dimensionen, die erste, die zweite, die 50% der fast 50% der Gesamtinformation aufnehmen und in der dritten Dimension steckt nur noch ein verschwindend geringer Anteil an Informationen drin. Wir kommen also in dem Fall mit einer zweidimensionalen Darstellung sehr, sehr gut klar. Das bringt mich etwas aus dem Konzept, aber das macht nichts. Gut, das wird in der Praxis, werden diese Eigenwertanteile anders aussehen, werden wahrscheinlich deutlich kleiner sein als 50% und geben eben den Anteil an Informationen an, der in den einzelnen Dimensionen wiedergegeben wird. Und demzufolge, wenn man, ich gehe nochmal einen zurück, wenn man hier zum Beispiel in der ersten Dimension, sagen wir 50%, 40% an Erklärungsanteil hat, in der zweiten 10%, kommen wir insgesamt auf 50% Erklärungsanteil und wissen, 50% der Unterschiedlichkeit in unseren Daten lässt sich in einem zweidimensionalen Raum darstellen, eben in unserem Diagramm der Korrespondenzanalyse. Damit kann man abschätzen, wie gut man die Daten tatsächlich reduziert hat und wie viel der Informationen in den einzelnen Dimensionen steckt. Gut, wir haben die Zeilen und die Spaltenmatrizen jetzt ausgerechnet. Und da stecken im Grunde genommen jetzt unsere Koordinaten projiziert auf unsere Ebenen drin. Diese werden aber zumindest in der archäologischen Anwendung fast immer skaliert, sodass die Dimensionen nach ihrem Anteil der Gesamtinertia gewichtet werden und die Zeilen und Spalten nach ihrem Anteil an der Masse gewichtet wird. Die Masse hatten wir vorhin im ersten Schritt. Ich gehe nochmal kurz zurück, um darauf nochmal zu zeigen. Hier über die Zeilen- und Spaltenprofile. Die hatten wir vorbereitend als ersten Schritt ausgerechnet über diese Massenwerte hier, die in diesem Fall nicht besonders unterschiedlich sind, aber mit denen eine Skalierung vorgenommen wird, um die einzelnen Koordinaten letztendlich auszurechnen. Die Anteile der, ich bin schon zu weit gegangen, die Dimensionsanteile, Anteil an der Gesamtinertia hatten wir eben auch ausgerechnet und wir können jetzt unsere Punkte hier mit J und K für Zeile, Spalte in der Matrix der Zeilen oder Spalten nehmen. Sie werden multipliziert mit dem Dimensionsanteil in der Diagonalmatrix, also mit dem Inertia-Anteil, und werden dann geteilt durch entweder die Zeilen oder die Spalten
Profile, wie wir sie ausgerechnet haben, jeweils auch gewurzelt. Und das ergibt dann letztendlich die normierten, skalierten Koordinaten, die so in der Korrespondenzanalyse dargestellt werden. Beispielsweise hier, wir haben hier das Ergebnis aus der Singulärwertzerlegung. Wir haben die verschiedenen Eigenwerte, die wir ausgerechnet haben, die Eigenwertanteile, die gewurzelt werden. Wir haben die Massen der Spalten. Wir bewegen uns hier in der Spaltenmatrize, deswegen haben wir diese drei Typen, die jeweils unsere Artefakttypen darstellen. Die Masse der Spalte war bei allen 0,3. Auch das kann man wurzeln. Und dann wird entsprechend mit Matrixmultiplikation das miteinander verrechnet. Und wir bekommen für jeden einzelnen Punkt in den einzelnen Dimensionen hier einen anderen Wert heraus, der letztendlich unsere Koordinate darstellt. Auch das nur kurz dargestellt, wie das in R funktioniert. Das werde ich vielleicht vertiefen, vielleicht auch nicht. Mathematisch steckt also diese Formel einfach dort hinter. Gut. Wenn wir das jetzt alles so durchgeführt hätten und es auch in R so durchgeführt hätten, dann könnten wir jetzt hier unsere von Hand gemachte Korrespondenzanalyse darstellen mit diesen Befehlen. Etwas schneller geht es auch in R und auch das werde ich nochmal genauer in einem anderen Video darstellen, indem wir eine bestimmte Programmbibliothek laden, den Korrespondenzanalyse-Befehl durchführen. Das hier ist eigentlich alles. Das hier steckt die gesamte Korrespondenzanalyse in R drin und das dann entsprechend darstellen. Und hier kommt unsere Skalierung mit rein, die wir gerade ausgerechnet haben, die Normierung und Skalierung der Koordinaten. Bei R wird standardmäßig werden nur die Typen skaliert. In der Archäologie gibt es meistens eine symmetrische Normierung von Fundstellen und Artefakten, sodass die übereinander dargestellt werden und sich ähnliche Sachen miteinander vergleichen lassen oder zumindest den Anschein erwecken, dass sie sich miteinander vergleichen lassen. Zur Interpretation an der Korrespondenzanalyse in unserem Beispiel sind die erste und zweite Dimension, bilden die Daten fast vollständig ab, also je 50% Erklärungsanteil an der Inertia. In der Realität wird es anders aussehen, da hat man dann 7% und 6%. Es wird immer, die erste Dimension wird immer diejenige sein mit dem meisten Erklärungsanteil. Das ergibt sich auch daraus, dass wir zuerst den ersten Vektor durch die größte Unterschiedlichkeit legen. Der nächste Vektor wird durch die nächstgrößte Unterschiedlichkeit gelegt. Demzufolge hat er auch den nächstgrößeren Erklärungsanteil und so fort. Meistens kann man mit der ersten und zweiten Dimension, man kann mit den beiden immer das meiste an Informationen abbilden. Aber meistens wird der Gesamtanteil an der Inertia deutlich geringer sein als in unserem naiven Testbeispiel. Der Mittelpunkt des Koordinatensystems ist durch unsere Verschiebung, durch unsere Trantierung der Daten, die wir am Anfang durchgeführt haben, gibt den absoluten Durchschnittsfall an. In diesem Beispiel weist Grab 3 keine Besonderheiten hinsichtlich der Typen auf, da alle vertreten sind. Deswegen ist es in diesem Fall der absolute Durchschnitt. Also je näher wir uns dem Koordinatenursprung befinden in den Darstellungen Korrespondenzanalyse, umso normaler ist es. Je weiter wir nach außen kommen, umso unnormaler wird es, je weiter wir uns von dem entfernen. Und dort geht es eben darum, in welche Richtung diese Unnormalität abweicht, aus der wir unsere Schlussfolgerungen ziehen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Abstand der Punkte zueinander, wenn Dinge ähnlicher zueinander sind, ähnliche Fundstellen oder ähnliche Typen, wenn die sich aufgrund ihres Vorkommens bei den Fundstellen der vorkommenden Artefakttypen in Bezug auf die Artefakttypen, ob sie in den gleichen Fundorten vorkommen. Wenn das der Fall ist, so werden sie näher beieinander abgebildet. Wenn sie nicht an den gleichen Fundorten vorkommen oder wenn nicht die gleichen Artefakttypen an bestimmten Fundorten vorkommen, so werden sie weiter voneinander entfernt abgebildet. Die Interpretation des Abstandes von den Fundstellen zu den Artefakttypen in einer Darstellung ist gefährlich, da es einerseits keine mathematische Begründung dafür gibt. Das lässt sich mathematisch belegen, da sie aus unterschiedlichen Datenräumen sich ergeben. Gibt es keine mathematische Begründung und, was noch hinzukommt, wenn wir eine Korrespondenzanalyse haben, so eine echte Korrespondenzanalyse, so haben wir meistens mehrere Typen,
die irgendwie im Raum verteilt werden. Und es kann sein, dass ein Fundort direkt bei einem Typ dargestellt wird, diesen aber gar nicht enthält, weil weiter entfernt noch andere Artefakttypen sind, die diesen Fundort sozusagen in diese Richtung ziehen. Er dann als Kompromiss in der Nähe dieses einen Artefakttyps landet, diesen aber tatsächlich gar nicht selber enthält. Also da muss man vorsichtig sein, wie man die Beziehung von Fundstelle zu Artefakttyp dann tatsächlich auswertet, und gegebenenfalls muss man dann auf eine andere statistische Technik zurückgreifen, um diese Auswertung tatsächlich zu untermauern. Noch ein wichtiger Punkt ist die Parabel, die in der Archäologie gerne als Nachweis von Zeit gesehen wird. Der sogenannte Gutmann-Effekt, der tritt ein, wenn wir einen Prozess haben, der auf mehreren Ebenen, in mehreren Variablen die Daten beeinflusst. Wenn wir nochmal zurückzukommen ganz an den Anfang, wenn wir unser Beispiel hier mit unseren Gefäßen nehmen und hier eine dritte Variable einführen würden, die zum Beispiel Fußdurchmesser wäre, so würde das Volumen auch ein, das sich verändernde Volumen auch einen Einfluss auf den Fußdurchmesser haben. Der wird auch mit dem Durchmesser und der Höhe zusammenhängen in irgendeiner Form über dieses Volumen. Und daraus würde sich ergeben, dass in der Korrespondenzanalyse diese drei Faktoren, diese drei Variablen im Raum verteilt werden müssten und die Fundorte, diese Punkte, die diese Variablen Ausprägung aufnehmen, sich an dieser Ausrichtung anordnen müssten, und wir würden daraus eine Parabel bekommen. Also das Gleiche trifft unter Umständen auch zu, wenn man einen anderen durchschlagenden Effekt hat. Man nehme nur ein Gräberfeld, bei dem es eine starke geschlechtsspezifische Bestattungsweise gibt, dann beeinflussen gegebenenfalls diese unterschiedlichen Geschlechter sehr stark die Artefaktzusammensetzung. Wir haben einen durchschlagenden Effekt, der auf mehrere Artefakttypen wirkt und der dann auch eine Parabel produzieren kann. Der größte beeinflussende Faktor, gegeben eine längere Laufzeit und eine Betrachtungsweise, wie es in der Archäologie meistens der Fall ist, ist natürlich die Zeit. Das ist aber nicht immer der Fall, und eine Parabel ist nicht automatisch ein Hinweis auf eine Zeitlichkeit, sondern nur auf einen sehr stark wirkenden Faktor. Und das kann optimalerweise die Zeit sein, muss es aber nicht. Wofür Korrespondenzanalyse häufig verwendet wird, ist eine Seriation, in der die Reihenfolge auf der Korrespondenzanalyse, auf den einzelnen Korrespondenzanalyse-Dimensionen, meistens auf der ersten, je nachdem welche am meisten als zeitlich angesehen wird, genutzt wird, um an dieser entlang die Fundorte aufzureihen und entsprechend die Verknüpfung darzustellen. Seriationen könnte man auch nochmal als ein weiteres Video ins Auge fassen. Aber das ist eben eine der verbreiteten Anwendungen dafür. Abgesehen davon der Anwendung, wenn man versucht, tatsächlich einfach Gruppen zu identifizieren. Nur nochmal kurz einen Ausblick. Es gibt neben der normalen Korrespondenzanalyse auch die kanonische Korrespondenzanalyse. Hier wird ein Set von Umweltvariablen mitgegeben, also zum Beispiel im ökologischen Raum vielleicht Wassertemperatur, Kalkgehalt, ähnliches. Bei uns vielleicht Längen und Breiten der Fundstellen, ein C14-Datum, sofern wir für alle Werte C14-Daten haben. Und dann kann die Darstellung, dann wird diese Darstellung nicht an den Vektoren ausgerichtet, die am meisten Unterschiedlichkeit aufnehmen, sondern die, die die Unterschiedlichkeit in den Umweltvariablen am besten wiedergeben. Also zum Beispiel ein Gradient von Ost nach West und ein Gradient von Nord nach Süd. Die Ebene wird so in die Korrespondenzanalysepunkte gelegt, dass auf der einen Dimension dieser Gradient von Ost nach West am besten wiedergegeben wird und auf der anderen Dimension der Gradient von Nord nach Süd. Darauf werden dann die einzelnen Datenpunkte, die sich anhand ihrer Variablen anordnen, projiziert, und im optimalen Fall, wenn tatsächlich die räumliche Lage in diesem Fall am stärksten den Einfluss auf die Punkte erzeugt, dann bekommen wir genau eine Karte,
der Umgebung heraus, also eine sehr, sehr direkte Wiedergabe. Was wir auf jeden Fall bekommen, ist ein Maß dafür, wie gut die Umweltvariablen den Datensatz erklären. Das lässt sich über die Inertia dann herausfinden. Also wie hoch ist der Erklärungsanteil meiner kanonischen Korrespondenzanalyse der einzelnen Dimensionen, die dort gefunden worden sind, an der Gesamtunterschiedlichkeit in den Daten. Darüber lässt sich erklären, wie stark tatsächlich diese Umweltvariable wirkt. Und dann noch einen Schritt weiter, wenn wir einen Datensatz haben, von dem wir bei bestimmten Umweltvariablen deren Einfluss nicht mit berücksichtigen wollen, wenn wir zum Beispiel den Raum aus einer Korrespondenzanalyse herausrechnen wollen, weil wir nur an der Zeit interessiert sind und räumliche Unterschiede möglichst verringert werden sollen, dann kann man das mit einer partiellen kanonischen Korrespondenzanalyse machen, bei der durch verschiedene Verfahren diese Umweltvariable und deren Einfluss herausgerechnet wird. Man betrachtet nur das, was als Abweichung von dieser Anordnung in den Umweltvariablen als Ergebnis bekommt. Ja, ich weiß nicht, wie weit man darauf noch im Einzelnen eingehen sollte. Wenn ja, dann aber nicht mit allen Programmen, die dafür möglich sind. Gut, das war ein kurzer Überblick über das Thema Korrespondenzanalyse im Allgemeinen und beim nächsten Mal werde ich mir eins der Programme herausgreifen und das genaue Vorgehen einer Korrespondenzanalyse ganz technisch für dieses Programm erklären. Wie kriege ich die Daten rein und wie kriege ich die Grafiken und die Zahlen wieder raus?